Wir von Goch TV waren in der St. Martinuskirche in Pfalzdorf. Dort war eine Führung mit Christoph Huschmann und Klaus van Meegen. Am Tag des offenen Denkmals auch im Namen von Diakon Christoph Huschmann sehr herzlich hier in unserer Pfarrkirche St. Martinus Pfalzdorf. Für unsere Besucherinnen und Besucher, die sich nicht so genau auskennen, darf ich kurz sagen, dass diese Pfarrei seit dem 22. November 2015 besteht. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf Ihnen jetzt die Errichtungsurkunde der neuen Pfarrei verlesen. Felix Genn, Bischof von Münster-Urkunde über die Errichtung der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus in Ungarn. Mit Wirkung vom 22. November 2015 lege ich die katholischen Kirchengemeinden St. Vincentius in Gorch-Asperden, St. Benigordus in Gorch-Assum, St. Petrus in Gorch-Pommersum, Maria Jungferung in Gorch-Böden, St. Stephanus in Gorch-Kessel und St. Martinus in Gorch-Pfalzdorf zu einer neuen Kirchengemeinde unter dem Namen Katholische Kirchengemeinde St. Martinus in Gorch zusammen. Sitz der Kirchengemeinde ist Gorch-Pfalzdorf. Für Pfarrei St. Martinus Gorch-Allach. Ziel dieses heutigen Tages ist es, die Öffentlichkeit für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren und Interesse für die Denkmalpflege zu wecken. In der offiziellen Beschreibung des Denkmalschutzes über unsere Kirche zum heutigen Tag heißt es, Zitat, der Ursprungsbau wurde in der Zeit von 1808 bis 1811 aus dem Abbruchmaterial der Klosterkirche zu Grafenthal errichtet und ist im Jahre 1972 wegen Baufälligkeit abgerissen worden. Der Kirchturm konnte erhalten werden. 1973 Einweihung des modernen Sakralbaus. Die Inneneinrichtung der alten Kirche, die ebenfalls aus dem Klostergut Grafenthal stammte, wurde in die neue Kirche übernommen. Soweit Zitat. Herr Hüßmann und ich sind Laien, keine Historiker, keine Experten. Das möchten wir deutlich unterstreichen. Aber unser Interesse für unsere Kirche ist sehr groß. Wir werden uns deshalb bemühen, liebe Gäste, Ihnen ein wenig Einblick in Interessantes zu geben und möchten Sie mitnehmen auf eine kleine Zeitreise. Wir bieten Ihnen an, Informationen über die Geschichte und den Bau der Pfalzdorfer Kirche, den Hochaltar, das Altar, die Kanzel, die Heiligengruppe lassen wir aus, da ziehe ich nachher nur eine Figur raus, den Marienaltar, den wunderschönen kreuztragenden Christus. Wir werden hinweisen auf einige andere Gegenstände, die hier in die Kirche übernommen worden sind aus Grafenthal. Und abschließend werden wir kurz sprechen über die erst wieder in jüngerer Zeit hier in die Kirche aufgenommene Pieta. Mein Name ist Klaus van Meegen. Wie kam es zum Bau der Pfalzdorfer Kirche? Über die Geschichte der Pfalzdorfer Kirche, der Martinuskirche zu berichten, wäre unvollständig, ohne einen Blick zu werfen auf unsere Brüder und Schwestern im Dorf. Am 1. September 1799 wurde die sogenannte Gocher Heide aus dem Gebiet der Stadt Goch ausgegliedert. Es war die Geburtsstunde der fast 3000 Hektar großen Landgemeinde Pfalzdorf. Im nordöstlichen Teil lebten bereits ca. 100 Familien protestantischen Glaubens mit rund 600 Personen. Die ersten 20 Familien waren im Mai 1741 aus dem Hunsrück ausgewandert. Sie wollten ursprünglich nach Amerika.
Widrige Umstände verhinderten die Ausreise bei Schenkenschanz auf dem Rhein und nötigten sie zum Bleiben. Sie bekamen Land auf der Gocher Heide zugewiesen. Dort sie zunächst in Erdlöchern und Hütten aus Gras planten. Aber in kurzer Zeit entstanden kleine Ackerstellen und feste, feste Bauten für Mensch und Vieh. Die Pfälzer, sie waren Flüchtlinge aus religiösen Gründen, errichteten erstaunlich schnell und früh zwei Kirchen in ihrer neuen Heimat. 1772 wurde die Kirche der Reformierten geweiht, die sogenannte Westkirche, und 1779 die kleine Kirche der Lutheraner an der Ostkirchstraße festgestellt, und da fahren sie ja anschließend hin. Eine beachtliche Leistung dieser Menschen in dieser kurzen Zeit, aber auch ein Zeichen christlichen Glaubens und des Bemühens um Integration. Und noch 1911 errichtete die Freie Evangelische Gemeinde den Betsaal auf der Landwehrstraße mit Kirchensaal, Wohnung des Pfarrers und des Küsters im Erd- bzw. im Obergeschoss. Heute wird das Gebäude privat genutzt und trägt den Namen Akademie Pfalzdorf. Die 1300 Katholiken, die um 1800 in der Gemeinde Pfalzdorf lebten, hatten noch keine eigene Kirche. Die Einrichtung einer katholischen Pfarrei in Pfalzdorf erfolgte am 16. Mai 1804 durch den damaligen Bischof von Aachen, Marc-Antoine Berthollet. Goch gehörte seinerzeit zum Bistum Aachen. Den Katholischen in Pfalzdorf diente die Gocher Kirche, die Kirche in Aspern und die Klosterkirche der Zisterzienserinnenabtei Grafenthal zum Besuch des Gottesdienstes. Im Jahre 1808 wurde die Klosterkirche in Grafenthal auf Weisung der Franzosen unter Napoleon abgerissen. Steine, Balken und sonstiges Material durften die Pfalzdorfer nun für den Bau der katholischen Kirche verwenden. Die Kirche wurde nur einschiffig errichtet. Sie entsprach einer schlichten Saalkirche mit einem kleinen Türmchen an der westlichen Eingangsseite. Schon am 11. September 1811 konnte die Kirche geweiht werden, also genau morgen vor 206 Jahren. Martin Funk aus Goch war damals Generalvikar in Aachen. Es darf vermutet werden, dass der Patronatsname Martin auch im Zusammenhang steht mit dem seiner Heimat sehr verbundenen Martin Funk. Doch schon im Jahre 1839 wurde bereits das Chor der Kirche wieder abgebrochen und ein Querschiff eingefügt und ein neues Chor gebaut. In den 1920er Jahren erfolgte die Erhöhung des Türmchens zu einem repräsentativen Turm. Die erst rund 160 Jahre alte Kirche wurde 1972 abgerissen. Der Turm mit seiner neobarocken Schweifhaube blieb erhalten. Das Baumaterial aus dem Abbruch der Klosterkirche war 1808 noch gut geeignet gewesen, doch Anfang der 1970er Jahre zeigten sich in unserer Kirche erhebliche Baumängel. Insbesondere das Bauholz im Dachstuhl fault. Die Kirchengemeinde unter damals Pastor Leonhard Vanderfelde entschied sich für einen Neubau. Der Plan stammt von dem bekannten Kleberarchitekten Hannes Hermanns. Zitat von Hermanns: Ein Gebäude zu planen heißt, einen Ort durch gebaute Form so zu bestimmen, dass von der räumlichen und gesellschaftlichen Aktualität der universelle Wert visualisiert wird. Diesen Gedanken zu realisieren war Hauptteil der gestellten Aufgabe neben der Schaffung von würdigem Raum für die erhaltenswerte Barockausstattung. Zitat Ende. Schreibt Hermanns in einem Beitrag zur Festschrift anlässlich der Weihe der Kirche und weiter, Zitat von ihm:
Solange ich daran glaube, dass Gott in der Kirche anwesend ist, solange versuche ich, den Raum für seine Anwesenheit würdig zu machen. Das ist sakral. Zitat Ende. Die neue Pfarrkirche wurde am 17. November 1973 geweiht. Als Zelebrationsaltar diente zunächst der Kredenztisch, dieser kleine Tisch hier, aus Grafenthal. Er war mit einer roten Marmorplatte belegt worden. Später entstand der größere Zelebrationsaltar, den wir heute hier sehen. In die bereits vorhandene rote Marmorplatte wurde, weil der Tisch größer ist, ein Mittelteil eingefügt, wie man noch deutlicher sehen kann. Der Kredenztisch ist heute unser Gartentisch. Aus der um 1250 gegründeten Zisterzienserabtei Grafenthal wurden nach dem Abriss der Klosterkirche im Jahre 1808 ein Großteil der Ausstattung und viele sakrale Gegenstände in die St. Martinuskirche übernommen. Nicht alle können wir heute besprechen. Das Herzstück unserer Kirche ist der barocke Hochaltar aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Er dürfte in der Klosterkirche als Seitenaltar gedient haben, vermutet der Kunsthistoriker Professor Hans-Peter Hilger. Durch zwei weitere Aspekte wird diese Vermutung verstärkt. Der Kunsthistoriker Dr. Karrenkopf bis zu Münster und der Diplom-Restaurator Marc Geetz, Landschaftsverband Rheinland, stellen in ihrer Untersuchung zur mittelalterlichen Ausstattung der Abteikirche Grafenthal kunsthistorische und technologische Aspekte fest, Zitat, der Hochaltar der Klosterkirche soll ein schlichter gewesen sein, wie er der einfachen Ausstattung einer Zisterzienserkirche im 13. und 14. Jahrhundert entsprach. Im Jahr 1252 erteilte der Erzbischof von Köln den Zisterzienserinnen im Mutterkloster in Romont die Erlaubnis, den Altar und den Friedhof weihen zu dürfen, für den Fall, dass er selbst verhindert sei. Man kann sicherlich davon ausgehen, dass es sich hierbei um den Hochaltar der Klosterkirche handelte, der wie bei anderen Zisterzienserinnenklöstern üblich der Marien, der Mutter Gottes geweiht gewesen sein dürfte, auch wenn das Patrozinium in den Quellen nicht explizit genannt wird. Über den Aufbau und das Aussehen dieses Hochaltars in Grafenthal ist, wie auch bei allen anderen mittelalterlichen Altären der Klosterkirche, nichts bekannt, wenngleich angenommen werden darf, dass er zisterziensischen Traditionen folgend in dieser Frühzeit ebenfalls sehr schlicht ausgestattet war. Zitat Ende. Der Hochaltar ist aus Holz gearbeitet und wurde 1961 restauriert. An der Restaurierung durfte ich als junger Malerling teilnehmen. Die Marmorierung ist nur aufgemalt. Dominierend in diesem Altar ist das Altarbild die Anbetung der Hirten. Professor Hilger stellt dazu fest, Zitat, unter den wenigen erhaltenen Altargemälden des 17. und 18. Jahrhunderts am Niederrhein erscheint es als recht bedeutend. Zitat Ende. Ich kann oder wir können als Laien keine Bewertung vornehmen, aber meine Wahrnehmung ist, dass die Besucherinnen und Besucher unserer Kirche immer wieder zum Ausdruck bringen, wie sehr sie überrascht sind von der Wirkung, die der Hochaltar und das Altarbild auf sie hinterlassen. Auch ich bin immer wieder aufs Neue beeindruckt. Professor Hilger führt fort, dass das Altargemälde des Grafenthaler Altars in manchen Zügen an die Anbetung der Hirten von Cornelis de Vos in St. Paul, Antwerpen, erinnert. Vermutlich handele es sich bei diesem, also unserem Bild,
um ein Werk der Kölner Malerei aus dem 17. Jahrhundert unter dem Einfluss von Antwerpen. Nach der Führung, nach dem Vortrag, möchten wir Ihnen gerne ein kleines Bild überreichen. Diese Bildkarte von vor dem 1. Juli 1993 weist als Maler dieses Bildes aus, Altarbild 1655 von Doré. Aber der Maler Gustave Doré lebte erst viel später, nämlich von 1832 bis 1883. Und er pflegte auch einen ganz anderen Stil. Also der Doré kann eigentlich nicht der Maler gewesen sein. Vielleicht lässt sich aber eines Tages erklären, wer wirklich der Maler gewesen ist. Ich komme zur Bildbeschreibung. Maria rechts im Bild sitzend und überragt von der Gestalt des heiligen Josef, weist den im Kreis herandrängenden Hirten das schlafende Christuskind. Die bildliche Darstellung, sagt Professor Hilgers, verzichtet auf ein Stallgebäude. Und da gibt es also eine Anmerkung zu machen, die im Konflikt mit der von Herrn Hilger steht. Es sind nämlich oben im Bild in der linken Ecke Balken zu erkennen und in einer Vergrößerung, die dort auf einer Bank, auf der ersten Bank liegt, sind diese Balken auch gut zu erkennen. Es könnte sich in der Tat doch um ein Stallgebäude handeln. Vor nachtdunklem Himmel ist die zentrale Lichtquelle das Christuskind. Hinzu kommt die sehr helle Ausmalung der Engelputti mit dem Spruchband Gloria in Excelsis Dei. Die Farbigkeit ist kühl und mit grauen Schatten durchsetzt. Ich hatte im August 2014 während der letzten Restaurierung der Kirche die Gelegenheit, mit der Kanzel eines Hubwagens, der hier stand, unmittelbar vor das Bild gefahren zu werden und von dort fotografieren zu dürfen. Es war sehr beeindruckend, wie viele kleine Details der Maler erfasst und abgebildet hat. Faszinierend finde ich persönlich den Gesichtsausdruck der Frau in der linken unteren Hälfte, die ihren Arm um ein Kind gelegt hat, und ihren fragenden Gesichtsausdruck. Was geht in dieser Frau vor? Das Foto können Sie sich auch gleich ansehen, auch davon haben wir eine Vergrößerung. Über dem Altarbild erhebt sich der Strahlenkranz, die Madonna im Strahlenkranz. Links und rechts des Bildes befinden sich zwei Heiligenfiguren. Sie sind mit bischöflichen Pontifikalgewändern dargestellt und zeigen sich mit Mitra und Stab. Sie stellten bis 1961 dar die Zisterzienseräbte Robert von Citeaux aus dem Kloster in Burgund und Bernhard von Clairvaux im Kloster in der Champagne mit dem Modell einer für Zisterzienserinnen typischen einschiffigen Kirche. Die beiden wurden nach der erwähnten Restaurierung des Altars im Jahr 1961 und nach neuer Forschung bezeichnet als heiliger Martin und heiliger Ludger. Ob diese Zuordnung zutreffend ist, müssen wir den Historikern überlassen. In der Mitte, über dem Altartisch, befindet sich der aufwendig gestaltete Tabernakel, dem Allerheiligsten. Auch die Kanzel ist aus Grafenstein. Sie steht auf einer gedrechselten Säule aus Holz, die bei dem Neubau unserer Kirche zur Höhenangleichung um 17 cm unterfüttert werden musste. Die Kanzel ist vermutlich im Jahre 1678 entstanden, hier am Niederrhein. Wer sie geschaffen hat, liegt noch im Dunkeln. Gefunden wurden jedoch die Initialen PS.
In den Segmenten der Rüstung sind Holzskulpturen zu erkennen. Die stellen von links nach rechts die Kirchenväter Gregorius und Hieronymus und dann folgen die Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, der aber verdeckt wird an der Ecke zur Sakristeitür. Die Heiligengruppe lasse ich aus, habe ich gesagt. Ich werde nachher kurz über eine Figur sprechen. Eines der wertvollsten Kunstwerke neben dieser Kirche ist die Madonna mit Kind im sogenannten Marienaltar auf der Seite dort. Zur spätmittelalterlichen Ausstattung der Grafenthaler Klosterkirche gehörte auch diese Muttergottesfigur. Sie fand 1811 ebenfalls ihren Platz hier in der neuen St. Martinuskirche. Der Marienaltar wurde später erstellt als Rahmen, als Standplatz für die Muttergottesfigur. 1969 wurde diese Skulptur aus Eichenholz, die bis zu diesem Zeitpunkt in Wunderfarbe lackiert war, in der Amtswerkstatt des Landschaftsverbandes Rheinland von dieser Ölfarbe befreit und aufwendig restauriert. Und erst da trat auch diese wunderschöne Maserung des Eichenholzes zum Vorschein. Die Zuordnung der Skulptur könnte erfolgen in die Werkstatt des Kalkarer Bildhauers Henrik van Holt. Es spricht vieles dafür. Sie entstand in der Zeit zwischen 1515 bzw. 1520. Bringen Herr Karrenbock und Marc Peetz in ihrer Analyse zum Ausdruck. Im Hintergrund, und wenn Sie kurz einmal Ihren Blick nach hinten wenden, der mittelalterlichen Ausstattung der Grafenthaler Klosterkirche entstand auch diese monumentale Darstellung des kreuztragenden Christus, die, wie die Madonna 1808, ebenfalls in die Pfalzdorfer Kirche, in die Pfalzdorfer Pfarrkirche übernommen wurde. Die aus Eichenholz gefertigte, lebensgroße Darstellung zeigt Christus mit Dornenkrone in einem langen, gegürteten Gewand, unter dessen fein gefältetem Stoff sich die Bewegung verdeutlichend, die zur Seite gewandten Beine prägnant abzeichnen. Auf den Schultern lastet ein mächtiges Kreuz, dessen Längsbalken weit über die Kontur des Kreuztragenden hinausragen. Besonders markant ist das hagere, knochige Gesicht gestaltet, das von einem dichten, fein gelockten Bart eingefasst wird. Der Kopf des Kreuztragenden ist entgegen der Bewegungsrichtung wie innehaltend zur Seite gewandt, zum Betrachter hin, dem sich das Leiden Christi so besonders anschaulich, ja eindrücklich offenbart. Ursprünglich könnte der Kreuztragende in dem der Klosterkirche westlich vorgelagerten Eingangsbau aufgestellt gewesen sein, durch den die Kirche den Laien zugänglich war. Der Kreuztragende, der in seiner monumentalen Anlage am Niederbein gänzlich singulär erscheint, in Klammer und in meinem Klartext heißt das, in diesem Zusammenhang selten oder einzigartig, ist demnach als Andachtsbild konzipiert, durch das Passionsgeschehen besonders eindringlich vergegenwärtigt werden sollte. Soweit der Auszug, die Beschreibung von Herrn Dr. Karrenbock und Peetz aus dieser Arbeit. Andere Gegenstände der Ausstattung der Grafenthaler Klosterkirche, die in die Pfalzdorfer Pfarrkirche übernommen worden sind, möchte ich nur namentlich ansprechen. Der Beichtstuhl, der jetzt wieder zurück nach Grafenthal gegeben worden ist,
ein Buchbeschlag, Blacker, das sind Wandleuchter, das Chorgestühl, das sehen wir im Hintergrund, die Glocken, zu denen ich aber nichts sagen kann. Das Foliale ist eines von zwei wirklich alten Gewändern, die wir übernommen haben aus dem Kloster und Grafenthal. Das Foliale können wir heute leider nicht hier zeigen, weil es sich nicht in unserer Pfarrkirche befindet, sondern derzeit sich im Museum des Landschaftsverbandes Rheinland befindet, in Bonn, wo es in einer Ausstellung zu den Zisterziensern und Zisterzienserinnen ausgestellt wird. Was wir hier haben, ist dieses Messgewand, eine sogenannte Kasel. Das Messgewand selber, dieser Unterstoff, ist neu, aber der Kaselstab, wie Sie hier sehen in der Darstellung des Kreuzes auf der Rückseite, der ist alt, und zwar sehr alt, der ist aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Das Messgewand konnte nicht mehr erhalten werden, es war einfach zu sehr zerstört aufgrund seines Alters, aber den Kaselstab von der Rückseite, den konnten wir erhalten, und haben ihn deswegen dann auf einen die Kreuze in Szene mit dem Halbbild von Gottvater im Obergrund und der Heiligen Maria von Magdala unterhalb des Kreuzes. Auf der Rückseite, auf der Vorderseite sind dargestellt die Folterwerkzeuge, der Stab oder der Stock, an dem Jesus gegeißelt wurde, die Nägel, die Leiter mit der Lanze und der Hammer und die Zange, mit denen die Nägel anschließend wieder entfernt wurden. Dieses Gewand wird immer noch regelmäßig auch bei uns in der Pfarrkirche getragen, von den entsprechenden Geistlichen, der zum Beispiel Karfreitag oder Pfingsten oder an einem der Märtyrerfeste den Gottesdienst feiert. Der trägt dieses Messgewand immer noch mit dem alten Kaselstäbchen. Ich komme nun zur Pietà, die sich dort hinten in dem, ja, von mir aus rechten Deckbereich befindet. Die Pietà hat nach dem Nordanstrich der Kirche im Jahr 2014 wieder einen würdigen Platz in unserer Kirche erhalten. Sie war fast 40 Jahre im Turm, ich sage das jetzt, verwahrt. Warum und wie es dazu gekommen ist, dass die Pietà nach dem Neubau der Kirche nicht mit in den Kirchraum übernommen worden ist, entzieht sich meiner Kenntnis und lässt sich heute auch nicht mehr nachvollziehen. Mein Foto, das ich, oder die Fotos, die dort hinten bei der Pietà ausliegen, zeigen, dass die Pietà damals vor der Reinigung sehr verschmutzt war, mit Vogelkot bekleckert, und dazu fiel mir an die Formulierung der geschundene Christus. Als ich damals die Pietà gesehen habe und ich durfte sie dann reinigen, den Schmutz und den Dreck von vier Jahrzehnten da abnehmen, hat mich da sehr bewegt. Vielen Werken, und die Pietà zählt zweifelsohne dazu, der sogenannten Nazarenerkunst, vielen Werken ist es damals in anderen Kirchen vielleicht ebenso ergangen. Sie wurden herausgenommen aus den Gotteshäusern, manches wurde zerschlagen oder verbrannt in der Zeit der Entsakralisierung und des zweiten Bildersturms im Kirchenraum zwischen 1964 und 1970. Es handelt sich bei dieser Pietà vermutlich um eine kleinere Kopie des 1849 in Rom festgestellten, gefertigten Originals, welches sich bis zum Kriegsende mitten im Dom zu Münster befand und zu Ende des Krieges bei Aufräumarbeiten zerstört wurde. Heute befinden sich einige Teile dieses Originals noch in der Domkammer. Eine Kopie aus Ton von dieser Pietà steht im Nordturm. Georg Kaufmann, bis zu seiner Emeritierung 1990 Direktor des Instituts für Kunstgeschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster,
sagte zu dieser Pietà, Zitat, ein Denkmal schlichter Frömmigkeit. Denn von natürlichem Sinn und ungebrochener Wahrnehmung kann den geistigen Inhalt der Plastik erfassen. Der Bildhauer Wilhelm Thiele Achtermann, 1799 Münster geboren, wurde quasi entdeckt als ein für Kunst berufener. Der Schreinersohn und Knecht wuchs in Münster auf. Seine bildhauerische Bewerbung wurde entdeckt und gefördert durch Ludwig von Finke, den westfälischen Oberpräsidenten. Er, Finke, verschaffte ihm ein Stipendium an der Akademie der Künste in Berlin bei Christian Friedrich Kiek und Gottfried Schadow. Ab 1839 lebte Achtermann als Bildhauer auf dem Campo Santo Teutonico in Rom. Er war später befreundet mit dem Leiter dieses Campo, dem Priester Anton de Valos Emmerich, der zuvor von 1862 bis 1868, und das ist, finde ich, total interessant, Kunsthistoriker und Lehrer aus der Kassel war. Bischof Caspar Maximilian Freier zu Roster Fischerin richtete 1844 auf Empfehlung seines Domdächern, Dr. Caspar Franz Krabbe, an Achtermann in Rom die Bitte, für den Dom zu Münster eine Pietà aus Marmor zu schaffen. Im August 1850 traf diese bereits in Münster ein und wurde in Anwesenheit des Künstlers geweiht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde diese Pietà leider zerstört. Die Verbindung unserer Pietà zu der von Achtermann im Dom in Münster hat meine Frau und ich nach der Restaurierung des Domes am 1. März 2013 dort zufällig entdeckt. Das hat uns tief berührt. Neue und interessante Verbindungen habe ich danach festgestellt, zum Beispiel zwischen Münster, Berlin, Rom, Emmerich, Glashorn, Düsseldorf, Stein und Pfalzdorf. Unsere Pietà gelangte um die Jahrhundertwende von Düsseldorf nach Pfalzdorf. Eine Fotografie zeigt sie bereits früh nach dem Ersten Weltkrieg in unserer alten Kirche. Der Maler Friedrich Wilhelm von Schadow, ein Sohn von Achtermanns Kunstlehrer Johann Gottfried Schadow, zog 1826 von Berlin nach Düsseldorf, gründete die Malerschule und wurde Direktor der Kunstakademie Düsseldorf. Und im Umfeld dieser Kunstakademie führte ein Gerhard Winning von 1881 bis 1926 die Kirchliche Kunstakademie Düsseldorf. Seine Plakette, also von Winning, befindet sich an unserer Pietà, die ca. 100 Jahre alt ist. Die neuen Eigentümer betrieben das Geschäft für rund 10 Jahre und veräußerten es dann weiter an die Steiner Missionare. Von der Skulptur Achtermann sind heute insgesamt 10 Marmoraufführungen bekannt und 6 Gipsabdrücke. Es gibt keinen eindeutigen Beweis, dass wir eine Achtermann-Pietà haben, aber es gibt viele Indizien, die dafür sprechen. Auch die Ähnlichkeit mit der Achtermann-Pietà im Dom zu Münster, dazu habe ich Ihnen einige Bilder ausgelegt. Und zum Abschluss ganz kurz möchte ich Ihnen etwas vortragen zur Heiligen Theresia von Avila, oben, wir können auch sagen, ein Uhr. Das ist also die Figur, die vor 1961 als Theresia von Avila, ganz kurz zu mir, Theresia gilt als große Mystikerin. 1614 wurde sie selig gesprochen, 1617 zur Schutzpatronin von Spanien ernannt und 1622 heilig gesprochen. 1944 wurde sie von Papst Pius XII. Zur Schutzpatronin der Schachspieler ernannt. Dieser heiligen Theresia ist ein Gebet zugeordnet, das wir im Internet gefunden haben. Dieses Gebet möchte ich Ihnen gerne vortragen, weil es so modern ist und weil es auch irgendwie in die heutige Zeit passt. Gebet einer Äbtissin.
Herr, du weißt, dass ich altere und bald alt sein werde. Bewahre mich davor, schwatzhaft zu werden und besonders vor der fatalen Gewohnheit, bei jeder Gelegenheit und über jedes Thema mitreden zu wollen. Befreie mich von der Einbildung, ich müsse anderer Leute Angelegenheiten in Ordnung bringen. Bei meinem ungeheuren Schatz an Erfahrungen und Weisheit ist es freilich ein Jammer, nicht jedermann daran teilnehmen zu lassen. Du weißt, Herr, am Ende brauche ich ein paar Freunde. Ich wage nicht, dich um die Fähigkeit zu bitten, die Klage meiner Mitmenschen über ihre Leiden mit nie versagender Teilnahme anzuhören. Hilf mir nur, sie mit Geduld zu ertragen und versiegele meinen Mund, wenn es sich um meine eigenen Kümmernisse und Gebrechen handelt. Sie nehmen zu mit den Jahren und meine Neigung, sie aufzuzählen, wächst mit ihnen. Ich will dich auch nicht um ein besseres Gedächtnis bitten, nur um etwas mehr Demut und weniger Selbstsicherheit, wenn meine Erinnerungen nicht mehr mit der anderen übereinstimmt. Schenke mir die wichtige Einsicht, dass ich mich gelegentlich irren kann. Hilf mir, einigermaßen milde zu sein. Ich habe nicht den Ehrgeiz, eine Heilige zu werden. Mit manchen von ihnen ist es so schwer auszukommen. Aber ein scharfes altes Weib ist eins der Meisterwerke des Teufels. Mach mich teilnehmend, aber nicht sentimental. Hilfsbereit, aber nicht aufdringlich. Gewähre mir, dass ich Gutes finde, wo ich es nicht vermutet habe. Und Talente bei den Leuten, denen ich es nicht zugetraut hätte. Und schenke mir, Herr, die Liebenswürdigkeit, es ihnen zu sagen. Amen. Ich möchte noch drei Zitate von der Heiligen Theresia anführen. Erstens, bete nicht um leichtere Last, sondern um ein stärkeres Glück. Tu deinem Leib des Öfteren etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Und drittens, Gott will, dass der Mensch seinen Spaß hat. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, gute Weiterfahrt und viele interessante Begegnungen und Eindrücke.